Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, dem Kellerkind. So, ich musste eh den Drescher vom Feld 12 ja in einer der letzten Folge oben betanken. Also habe ich den unseren PKW auch hier runterbringen lassen. Und dann machen wir den einfach hier voll. Es dürfte nicht mehr so viel drin sein. Ja, aber ein paar Liter waren es noch. Also könnte sein, dass es die 40 Liter oder so, die wir jetzt hier nachgetankt haben, reichen könnten, damit wir hier das Feld abernten und ja, nach Hause kommen. Dann setzt du dich mal hier wieder ordentlich ran. Jawohl. Das passt. Und du kannst auch gleich erstmal nach Hause, aber du kannst auch erstmal stehen bleiben. Hier müssen wir rein, weil ich muss den Drescher an der Seite stellen. Weil ich habe das Maisgebiss gefunden. So, erstmal den rausnehmen. Ja, aufräumen wird überbewertet momentan bei der Ernte. Wir müssen im Feld 9 noch abernten mit Tabak. Und das Maisgebiss steht hier irgendwo, hinter dem, ja hier zwischen, genau. Wir hatten es mal an der Heutrocknung abgestellt, was hier kurzfristig stand. Dann kannst du bitte zum Feld 9. Das läuft. Du hast schon den Abfahrkurs drin, aber da müssen wir warten, bis wir überhaupt was zum Abfahren haben. Ja, du bist wieder unterwegs. Hier sind wir. Wir haben... Machen wir Deckel zu. Diesel geholt. Für den Komposter, dass der auch jetzt läuft. Und zwar richtig läuft. Aber hier kriegte ich doch gar nicht so viel rein, meine ich. Ich habe gesehen, bei dem Lauf 25.000 gehen rein. Finde ich auch okay. Die Kalkproduktion mit 500.000 Diesel finde ich ein bisschen happig. Aber dann kann die hier auch schon mal laufen. Dann können wir vielleicht noch eine Ladung hinbringen. Und den Rest dann... zur Hoftankstelle, weil da ist ja auch nicht mehr so viel. Dann waren wir immer noch dabei, auch von Feld 8 die Ballen runterzuholen. Den Deutz haben wir ja schon wieder zurückgeschickt. Muss mal schauen. Ein paar Ballen haben wir ja hier noch. Und so langsam wird es dunkel.
Ich habe gesehen, dass ich auch noch ein bisschen was in den Fermenter reinbekomme, aber jetzt. Ich weiß es nicht, ob ich da die Ballen ja so reinhauen kann. Es geht ja auf dem Band. Dann werden wir da vielleicht ein, zwei Lieferungen mal einfach hinstellen und dann mit der Gabel die dann in den Fermenter reinhauen. Ja, er kommt den Berg wieder nicht hoch. Auch ein Unding. Irgendwas mit der Kollision auf sich? Nee. Kollisionerkennung, nein. Okay. Ja, hat doch was damit zu tun. Ich habe die nur rausgenommen, jetzt fährt er. Eigentlich sind mehr als zügig. Und wir können, wenn wir jetzt schon zum Hof fahren, dann auch ein paar Rundballen mitnehmen vom Feld. Ja, da müssen wir ihn immer umbauen. Und wir haben ja gleich noch auf Feld 12 jede Menge Strohballen liegen. So, der Drescher ist erstmal da angekommen. Parke ich die mal. Ich glaube, ich parke die hier an der Seite. Da stehen sie erstmal keinen im Weg. Auf diese Seite und ein bisschen weiter hier rüber. So, dann kannst du nämlich zum Feld. Ne, fahr ruhig. Nee, er will immer drehen. Nee, jetzt aber nicht. So. Ich hoffe, du kommst da rum. Ja, das passt. So, Feld 9, endlich. Da wir ja wieder das Feld mit den anderen abernten wollten. Klapp dich mal aus. Aber dafür den kleinen Schneidwerk haben wir kein Kurs, glaube ich nicht. Feld 9. Nö. Dann. Beginn mal hier mit deiner Arbeit. So. Kurs generieren. Feld 9. 3 Vorgewände im Uhrzeigersinn. Mach ruhig mal scharf. Kurz generieren. Abfahrer einstellen.
Wir müssen mal gucken, wie weit er rumkommt, weil wir müssen hier ja wieder die ersten zwei Runden aufpassen. Aber der Abfahrer steht hier, den können wir vielleicht sagen, wenn wir reinspringen. Er soll schon mal zum Komposter fahren oder zur Gärtnerei. Die Spritzen brauchen wir nicht. Er fährt hinterm Drescher her. Das haben wir ja so eingestellt. Komm, es sind noch, ja, 6 Bahnen. So viel ist es ja nicht. Wir können den aber mal... Komm, springen wir dahin. Können wir leider nicht. Jetzt kommen die beiden sich jetzt in den Quere. 90%, also wenn er da stehen bleibt, könnte der fast abtanken, aber das dann steht er noch zu nah. Weil das Rohr jetzt drüber hinausgeht. So, noch 2% und 100. Schau mal an, er dreht schon. Er macht wahrscheinlich erst den Punkt drauf, wenn der Abfahrer steht. Kann das sein? Ja. Okay. Und jetzt sollte er ranfahren. Super schön, also. Das passt. Wenn nicht, bleibt das stehen, müssen wir halt Sprit holen. Ist ja auch kein Ding. Wir sollten uns jetzt gucken nach Feld 9, wie sieht's da aus? 50%, nicht ganz rum. Er kommt fast bis einmal rum, fast. Dann lass du auch erstmal fahren. Ach, dich haben wir zur Gärtnerei geschickt. Gut. Ich hoffe, der LKW steht hier jetzt nicht im Weg. Wir haben den Deutz, den MB, nochmal zum Dieselproduktion geschickt. Um ein bisschen Diesel abzuholen. Klappe auf. Ich muss aber ganz schön weit zurück, um den Trigger zu kriegen. Dann fahren wir nochmal zum Komposter und den Rest, wie gesagt, bringen wir dann Der ist schön am Pressen. Wir können auch mal wegen den Roggenpreis gucken. Oh, der steigt noch weiter. Dann würde ich sagen, wir können den LKW schon mal zum Depot schicken. Aber nur schicken.
noch nicht abladen. Wir wollen ja den besten Preis haben oder den höchsten dann in dem Fall. Und der ist ja noch nicht erreicht. Läuft das Sägewerk denn noch? Ja, haben wir auch noch ein bisschen was drin. Hackschnitzel werden produziert. Ja, ich weiß nicht, ob sie mit Plan gut. Aber ich habe ja 5% drin an Hackschnitzel. Ja, 8% Hackschnitzel drin. Es war nicht viel, aber ich habe gedacht, die Plane wurde ein bisschen erhöht, weil ich habe ja hier noch gar nichts zu sehen. Wer bist du? Du bist der von Hopfen, ja genau. So, wie viel hast du drin? 94%, du machst gleich das Rohr raus. Das Problem ist auch, dass er, sobald ich unterm Rohr stehe, weiterfährt. Ups. Gut, so nah brauche ich jetzt nicht am Schneidwerk stehen, weil wir ja wahrscheinlich eh weiter wegstehen müssen. Sag ich ja, er fährt sofort los. Also heißt es, wir müssen hier drehen. Ich glaube, ich werde bis zum Ende fahren. Erstmal hier raus. Komm, wir werden oben auf der Straße wenden. Wir haben da hier so eine schöne Brücke. Die können wir uns doch zunutze machen. Auch jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Aber hier auf der Kreuzung können wir drehen. Lass mich mal erst. Und hier wieder runter. Ja, überschlag dich bloß nicht. So, jetzt wird er wenigstens ein bisschen leerer. Sollte eigentlich lang, um dass er auf die zweite Bahn kommt. Diesel ist beim Komposter angekommen, sehen wir hier vorne stehen.
So, jetzt fahren wir auf deine Spur und dann können wir dich abtanken komplett. Dann kannst du nämlich noch mal eine ganze Runde drehen. Bist du schon leer? Oder stand ich zu weit weg? Es scheint wohl leer zu sein. Ich sehe es jetzt nicht. Er ist leer. Ich glaube, dann warten wir hier nochmal, bis wir ihm wegfahren. Komplett einschlagen. Ja, ein bisschen was. Zwei, drei Büsche. Dann werden wir ihn nochmal leer machen. Dann ist er auf der dritten Spur, wo wir dann... dann können wir Curseplay einsetzen. Hoffe ich. So, hier werden Ballen gepresst. Und der Deutz ist wieder am Feld, aber wir haben hier gerade gesagt, der MB-Truck ist beim Komposter. Ja, mal komplett auffüllen. Die 25.000. Noch 10.000 drin, das passt super in unsere Hoftankstelle. Abmarsch. Hier liegen noch welche. Ich bräuchte für die Nacht so ein Ballenfindergerät. Weil jede Strohfissel auf weite Entfernung aussieht wie ein Ballen. So, der ist voll. Dann kann der zum Kuhstall Wasser 2. Und wir können vielleicht da in den Telelader reinspringen. Wo bist du? Hier ist er. Du hast zwar jetzt noch die Schippe drauf. Aber wir haben ja auch was zum Ballenpieken hier. Fragt sie nur, welche er das wieder ist. Ich nehme mal hier die erste.
Oder ist das Palettengabe? Nee. Doch, ist Palettengabe. Da kriegen wir jetzt erstmal keine. Gehoben. Jetzt schauen wir mal hier. Fahren mal da den Teleskoparm ein bisschen weiter ein. Ich glaube, das könnte die hier sein. Weil die hat ja immer die Probleme, sich hinzustellen. Weil gewisse Sachen hier keine Kollision haben. Und jetzt schauen wir mal. Da kommt, fahren wir mal kurz an der Seite. Den Deutz. Auf jeden Fall haben wir die richtige Palettengabel genommen. So, schauen wir mal. Kriegen wir die hier so aufgestellt? Und nimmt er die auch an? Wir müssen nämlich die Klappe öffnen. Ach, Stroh wird doch gar nicht hier angenommen. Ich bin doch einer. Schön wär's. Stroh wird doch hier gar nicht angenommen. Ja, dann... Nur Gras, deswegen. Dann würde ich sagen, dann werden wir mal demnächst hier ein bisschen Bahnen stapeln. Dann kriegen unsere... Kühe auch wieder Stroh. Und dann laden wir hier die Ballen ein. Gut, dann... Oh, er ist hier angekommen. Feld 9. Dann können wir den noch mal einmal abtanken. Der ist auch noch nicht voll. Der Tabak kann sofort in den Pflanzenschutz rein. Dass die dann auch weiterläuft und dann nehmen wir den Abfahrkurs. Aber du fährst jetzt erstmal auch zu dem Kuhstallwasser 2. Oder wir haben Pflanzenschutz. Schauen wir mal, was haben wir da? Pflanzenschutzeingang. Schicken wir doch gleich dahin. Keine Verbindung, okay. Das kann sein, weil wir geradeaus eben keine, überhaupt keine Strecke haben. Das kann mal aus.
Also er fährt da runter und dann können wir den Deutz sagen, er soll quasi entladen. Stück zurück, bisschen Platz haben wir hier, ne? So und Z. Dann werden wir den das Stroh doch weiter verkaufen. Apropos verkaufen, wir gucken nochmal auf den Roggenpreis. $660 und ist weiter am Steigen. Schon 16 Euro mehr pro 1000 Liter. So, den können wir hier mal ausmachen. Ja, erst Tank auffüllen. Ich würde dich aber gern. Hörte sich nämlich so an, als wärst du noch an. Und ich drücke. Koppeln wir mal ab. So. Erst Tank auffüllen, ja. Aber ich kriege ja auch keine Anzeige. Kriege ich denn hier eine? Ja, der Deckel öffnet sich. So, das macht er. Aber ich kriege die Pumpe nicht aus. Ja, dann müssen wir wohl... Die Klappe können wir wieder schließen. Das ist das. Dann fährst du bitte... Ja, warum? Wir können ja direkt zur Dieselproduktion fahren. Und nicht zum Hof. Aber bitte vorwärts. Ach so, hier ist kein Kurs, ne? Nicht in der Richtung, genau. Oh, wird das wieder dunkel. So, liebe Leute, das war's auch schon wieder von dieser Folge. Ich werde dann die Nacht überspringen. Und ja, wir hoffen mal, dass der Diesel in dem Drescher noch ausreicht. Ansonsten ist ja Hilfe unterwegs. Ich sage ganz einfach mal bis morgen, euer Kellerkind. Ciao, ciao.